Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nach langer Zeit ist es wieder passiert. Wir gehen heute einfach mal Drohne fliegen wieder. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und zwar sind wir wieder an unserem Standardort, wo wir sonst immer fliegen. Hier ist jetzt ein kleines Hindernis, da ist nämlich der Baum umgekippt. Gehen wir einfach außen rum. Und suchen uns ein schönes Örtchen, wo wir die Drohne starten können. Ach, da vorne ist auch schon wieder eine umgekippt. Genau, dann suchen wir uns jetzt erstmal einen Ort, wo wir starten können. Und dann melde ich mich wieder bei euch. Bis gleich. So, wir haben uns jetzt doch entschieden dazu, dass wir gleich hier am Anfang den Spot nehmen, aber weil wir dann direkt am Auto sind. Und ich würde sagen, ich stelle jetzt das Stativ auf und starten wir dann mit der ersten Drohne, und zwar mit der Mavic 2 Pro. So, ich hoffe, es passt so von der Kameraeinstellungen. Das hier ist auf jeden Fall die Drohne. Wo haben wir mir die? Jetzt tun wir erstmal die Propeller drauf und dann werden wir sie auch direkt starten. So, wir haben euch kurz mal umgestellt. Weil jetzt werden wir einen Test machen mit der Hinderniserkennung. Und zwar werden wir die Drohne langsam zu einem Baum hinfliegen und werden schauen, ob sie stoppen wird oder nicht. So, wir werden es jetzt nochmal probieren. Wir hatten leider nicht die Kamera an während des Tests. Wir fliegen jetzt nochmal zu dem Baum hin. Ihr hört wieder das Piepsen. So, dann fliege ich jetzt zum Baum hin. Und jetzt steht schon wieder im Display: Bremsvorgang aktiviert und sie fliegt nicht mehr weiter. Genau. Dann versuchen wir noch ein paar Shots und ja. I'm a sucker for adrenaline, every villain is. Everybody trying to change my ways, but I live just to see you break. I'm a sucker for adrenaline, every villain is. You take the high road, I take the low. Everyone lies, cause everyone knows. Feels good to be. Colors.
Also, wir haben jetzt den Fall, ist eingetreten, dass unser Akku fast leer ist. Und dann werden wir jetzt einen Test machen. Und zwar werden wir es jetzt erstmal landen. Ihr hört schon das Piepsen, das ist die Akkumeldung, dass der Akku fast komplett leer ist. Und jetzt hoffen wir, dass sie jetzt gleich nochmal abheben wird. Genau. So, jetzt haben wir nämlich den Ding, den Homepoint aktualisiert. Und jetzt fliegen wir weg. Und jetzt wird gleich in 10 Sekunden. Und jetzt tut die nämlich den automatischen Return to Home einreichen. Und jetzt wird sie, ohne dass wir was machen, zurückkommen. Dadurch, dass unser Akku noch bei 10%. Die 8% hätte ich noch easy gehabt. You've been scraping your knees on rock bottom, far from what you wanted. Hang on tight, there's a lifeline coming. So lift your head up, 'cause you made it, and your faith is far from faded. Don't lose hope, just keep on running. Until the speed of look where you are, strong and So Leute, extra hier nochmal einen Spot rausgesucht. So, kann man kurz einstellen. Ich stehe hier mitten gerade auf einem Baumstamm. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video für heute. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr irgendwie noch Fragen zu irgendwelchen Sachen habt, fragt es gerne in den Kommentaren oder in unserer E-Mail-Adresse. Die ist in unserer Bio. Und weil manche letztens gesagt hatten, im letzten Video, wegen der Tonaufnahme, die funktioniert jetzt wieder, wir haben das Problem lösen können. Danke nochmal an die Leute, die das auch Bescheid gesagt haben, sonst wäre es uns gar nicht aufgefallen. Wollte nochmal gerne Dank an die Leute raussagen, an die zwei. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.